So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Unity und ich habe mal wieder vergessen, was wir tun wollten. Nee, warte, wir wollten uns den komischen Brief, der für uns angekommen ist, angucken, genau. Allerdings ist der, glaube ich, bisschen weiter oben. Müssen wir, glaube ich, hier die Treppe hoch. Ich frage mich gerade, ob ich keinen Ton habe. Irgendwie scheint mir nämlich das Spiel gerade ziemlich stumm zu sein. So. Annos Zimmer und da ist der Brief, den wir. Paris, 23. September 1788. Lieber Arnaud, ich hätte nie gedacht, dass Paris so langweilig sein kann. Kannst du dir das vorstellen? Die großartigste Stadt der Welt und ich sitze von morgens bis abends in endlosen Vorlesungen. Es ist schlimmer als in diesem Winter in Straßburg. Erinnerst du dich daran? Es hatte eine Woche lang geschneit. Wir konnten das Haus nicht verlassen und alle Bücher in der Bibliothek waren auf Deutsch. Wir haben dem Koch weisgemacht, dass ein alter fränkischer Prinz im Haus spukt und der arme Mann verließ die Küche nur noch mit einem Rosenkranz und einer Bibel in der Hand. Ich vermisse diese Zeiten. Was ich von den Freunden meines Vaters lerne. Nun, ich wünschte, ich könnte dir davon erzählen. Irgendwann vielleicht, jedoch nicht jetzt und nicht so. Trotzdem, mir fehlen diese Zeiten und mein Zuhause. Und du. Wenn Vater das nächste Mal nach Paris kommt, musst du ihn überreden, dich mitzunehmen. Ich verbleibe für immer die deine, Elise. Ja, Oh. so Vielleicht ganz. sollte ich Lafreniere nächstes Mal nicht erwähnen. So ganz unsere verbleibt sie ja leider nicht, da sie ja nicht mehr da ist. Ah, okay. Vollendung, aktive Fähigkeiten. So, und jetzt müssen wir mal gucken, was wir als nächstes tun wollen. Und da mir das Ganze jetzt schon auf den Keks geht, werden wir jetzt mal den Aussichtspunkt holen. Fertig aus, Mickey Maus. So. Weil mir geht es nämlich auf den Keks, dass hier die ganze Zeit die Karte nämlich nicht richtig aufgedeckt ist. Von daher würde ich sagen, wir machen das jetzt mal. So. Hopp, 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 die Treppen hoch. So, ich hatte mich natürlich auch schon mal gefragt, ob wir nicht mal zwischendurch vielleicht einfach ein paar von den Nebenquests mal machen sollten. Einfach vielleicht um ein bisschen Geld zusammenzukriegen. Denn auch wenn wir jetzt quasi wahrscheinlich wieder später so viel Geld, Gold haben, dass wir nicht wissen, wohin damit. Aber im Moment sieht es ein bisschen nicht so danach aus. Runter. Hier ist so eine Bank. Also Fähigkeiten, Ausrüstung. Wo die Sachen, die man hier kaufen kann. Ach, hier ist ein Händler einfach nur. Okay. Ich dachte jetzt, irgendwo hatte ich doch, meine ich, auch mal was von der Bank gelesen. Könnt ihr ja mal unten in die Kommentare schreiben, ob ich mich da jetzt vertue oder. Na, hopp, hoch da jetzt. Immer dieses Rumgezicke. Dann, dann. So, jetzt gleich haben wir nochmal eine schöne Grafik. Da ist auch unser Aussichtsposten, den wir gesucht haben. Und es ging sogar schneller, als ich das gedacht habe. Ich dachte jetzt, wir brauchen wieder länger, um da hochzukommen.
Nette kleine Insel. So, neuer Schnellreisepunkt freigeschaltet. Da vorne irgendwo ist eine diese komischen Sammeldinger, bei denen ich jetzt gerade nicht mehr weiß, wie sie heißen. So. Nächster Punkt. Wir haben hier jede Menge Truhen. Ein Geschäft. Wir können ja mal Truhen abklappern. Schaden kannst du nicht. Nun halte still! Je crois qu'il est temps que je m'éclate. C'est amusant. Echt? Das fällt dem Kerl auch ein. So, ab hier in das Haus rein. Abchecken, wo die Truhe ist. Enchanté de votre visite, monsieur. Attention, sombre idiot. So. Anscheinend ist die in einem oberen Gebäudeteil. Da ist die Truhe, die wir gesucht haben. Und die nächste Truhe ist hier. Also quasi fast direkt gegenüber. Ah, die steht sogar am Boden. Das macht es uns sogar noch ein bisschen einfacher. Weil ich mich gerade frage. Ach, das ist ein Artefakt. Wir holen jetzt mal die Truhe. Oder wir holen uns jetzt mal das Artefakt. Truhen aufmachen ist ja ganze Zeit ist ja auch langweilig. Wir holen uns mal so ein Artefakt und gucken, was dann passiert. Muss man hier an der Seite hochheben. Na. Ich sollte eigentlich hier reinsteigen. So, wo ist jetzt unser Artefakt? Naja, gut. Gehen wir mal hier hoch. Ich hätte es doch eben in einem. Ach, das sind so Sachen, die kann man natürlich jetzt wieder nicht. Die kann man dann wieder nicht ins Visier nehmen. Das kriege ich aber auch nicht wirklich gesagt, so hier in der Höhe oder so ist das. Ah, okay. Na gut. So, hier können wir den Aufzug benutzen. Und dann schnappen wir uns hier vorne noch die Truhe. Hilfe! Ich wurde beklaut! Haltet ihn doch auf! Wo ist er hin? Oh, wo stecken immer die Wachen, wenn man sie braucht? Naja, gut. Ce drôle si entend. Irgendwie habe ich mich gerade, glaube ich, ein bisschen verlaufen. Denn eigentlich wollte ich zu der anderen Truhe hier vorne. Aber ich stelle gerade fest, dass ich keine Ahnung habe, wie wir da hinkommen. So, hier nochmal runter.
Vorne gibt's Papiere. Uninteressant. So. Ah, guck. Guck mal, hier ist die Truhe, die wir gesucht haben. Wir haben ja schon mal 6 Truhen. Jetzt gehen wir mal gucken. Eine fehlt jetzt hier noch. Die ist ja quasi auch direkt um die Ecke. Na. Ach, da unten. Naja. Manchmal nervt die Steuerung doch ein bisschen. So. Und da vorne geht die Hauptstory weiter und ich würde mal sagen, wir starten das auch einfach mal. Bonjour, Monsieur. So, können wir nämlich wieder unser Geld abholen. Und nachdem wir unser Geld abgeholt haben, dann geht's hier vorne zur Hauptmission. Guten Morgen. Ein Tagebucheintrag gefunden. 39 Meter. 20 Meter. Hä? Ach, das ist unten. Ich hatte mich gerade gefragt, wieso geht's denn hier nicht weiter? Jetzt geht's weiter. Ja, ich bin mal gespannt. Ich hoffe natürlich jetzt, dass die Story nicht die ganze Zeit so aussehen wird, dass wir von einem Auftragsmord einfach nur zum nächsten wandern. Ah, mein Freund, hallo. Bei ihm können wir gerade mal noch eben Verbrauchsgegenstände, Giftgas, Rauchbomben brauchen wir nicht, Kirschbaum auch nicht, Munition. So, das haben wir. Ah, nee, Moment, ich wollte, jetzt weiß ich wieder, ich wollte die Phantomklinge, wollte ich ja noch aufrüsten. Und gleich sind wir auch schon wieder pleite. Beziehungsweise, jetzt sind wir wieder pleite. Hier müssen wir hoch. Und dann Sequenz 5. Ihr seht schlecht aus. Seit Monaten liege ich im Streit. Mit der Bruderschaft, der Nationalversammlung und dem König. Zusammengenommen haben sie den politischen Scharfsinn eines besonders dummen Dorfvorstehers. Ich glaube, das sollte mein Äußeres entschuldigen, junger Mann. Es war nicht so gemeint. Mentor, ich bin nur besorgt. Vergiss mich, Arno. Weine um Frankreich. Doch genug der Politik. Ich hoffe, du hast gute Neuigkeiten. Was ist mit Sire de Lassins Mördern? Der König der Bettler ist tot. Dies hier trug er bei sich. Repose en paix. Behaltet sie. Sie wird keinem von uns helfen, wenn sie in einer alten Gruft verrottet. Trag sie voller Stolz. Danke. Das werde ich. Die Mission? Der König der Bettler und Siver waren nur Bauern in einem Schachspiel. Jemand,
Jemand hetzte sie auf Monsieur de la Serre. Templer mögen es kompliziert, oder? Weißt du etwas Konkretes über den mysteriösen Schachspieler? Die einzige Spur, die ich habe, ist das Instrument, durch das de la Serre starb. Eine Nadel, hergestellt von einem Silberschmied namens Germain. Aber wie viel er weiß, kann ich nicht sagen. Und dann ist der nächste Schritt klar. Finde den Silberschmied und ergründe, welche Rolle er spielt. Ja, und genau das werden wir auch tun. Allerdings werden wir das dann in der nächsten Folge machen. Bis dahin, viel Spaß beim selber zocken. Tschüss.